Hey, Lily. Just wanted an update on stuff at home. We've run into a bit of a snag. Okay. Hallöchen. Und herzlich willkommen zurück zu CFDK Breakdown. So, der Motor läuft hier. Ist doch toll. Und irgendwer ist schon wieder tot. Ich weiß nicht wer, aber... Wer war denn Emilia? Not now. Isaiah wird auch vermisst? Was ist denn nur los, ey? Ich schreibe seit Jahren über Zombies. Hätte nie gedacht, dass ich wirklich mal welchen begegne. Ja, ist natürlich richtig. Kurz gucken. Ach, können wir. Sehr gut. Dauert 14 Minuten. Gut, dann können wir noch ein bisschen Waffen suchen gehen. Denke ich mal. Wir nehmen uns mal jemanden mit. Zum Beispiel den netten Herrn da. Na, Casey? What's up, Boss? Whenever you're ready, Boss. Also ich bin bereit. Bereit, wenn du es bist. So, einmal den Militärtruck, da ist schon wieder ein Dicker. Okay. Komm her. Tschüss. Okay, waren wir schon da drüben im Waffenladen? Ha, waren wir nicht. Gut, dann habe ich ja, wissen wir ja, wo wir jetzt hinfahren. Und einfach mal gucken, ne? Vorsicht. Autsch. Der arme Wagen ist so ein schöner Militärtruck. Da waren wir schon, ne? Jawohl. Okay. Dann kommen wir wohl wahrscheinlich diese Folge auf Breakdown Stufe 6. Mal gucken, wie lange das noch geht. Wenn es wirklich 99 Breakdown Stufen sind, haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und zwar auch relativ viel. Aber weiß, vielleicht überleben wir so lange gar nicht. Da ist dann wahrscheinlich einfach alles nur noch voll mit Kolossen und Tobsüchtigen. Und sonst nichts mehr. Und da haben wir dann echt verloren. Das ist dann Ende. Da können wir uns nur mit Granaten irgendwie eine Schneise frei bomben. Mehr ist da nicht mehr drin. Das gibt's doch nicht. Ja, Kumpel. Komm ruhig hinterhergerannt, dann nimmst du nämlich ein bisschen ab. Das ist gesund. Ha. Gerade so durchgekommen. Da könnte man theoretisch Medikamente finden, aber die will ich gerade gar nicht. Da gibt's was zu essen, da gibt's wahrscheinlich Werkzeuge. So, hier sind wir ja schon. So, dann einmal durchsuchen, wa? Guten Tag. Ich wollte mich mal umgucken. Ah. AR-15 mit einigen Neuerungen. Eine Flinte. Ja. Und Granatwerfer. Gut, damit kann ich jetzt leben. Warum kann man da nicht rüberhüpfen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. So. Tschüss. Na, guck mal, da kommt ein Dicker. Ja, hüpft durch die Scheibe, ist gar kein Problem. Tschüss. Oh. Ach, oh, Alter. Patz. So, Sache erledigt. Das ist leer, das ist leer, das ist leer, das ist alles leer. Huch. Mal ein bisschen nur außen rum gelaufen. So, die Tür machen wir mal zu. Warum kann man eigentlich keine Türen verbarrikadieren? Das würde mich mal interessieren. Können wir doch irgendwie einen Schrank vorschieben oder sowas. Naja, Munitionsresource. Noch so eine, Alter. Finden hier nur Flinten. Das gibt's gar nicht. Hier liegen nur Flinten rum. Kann ja nicht sein. Noch mehr Munition. Granatwerfer. Ein Kukri. Gepflegte Klinge guter Qualität. Mhm. Und ein Schalldämpfer.
Und ich will mal was probieren. Gut. Das war eigentlich schon alles, was ich mal probieren wollte. Komm rein. Das war eigentlich schon alles, was ich mal probieren wollte. Mehr sollte es gar nicht sein. Beziehungsweise werden, wie auch immer. Jetzt rollt mal drauf. So, mitkommen. Wir haben noch einmal Munition, die wir mitnehmen müssen. Im Endeffekt ist es ja egal, ob wir die mitnehmen oder nicht. Weil das ist, kommt ja alles wieder. Ach, da ist sogar noch was zum Durchsuchen, ne? Huch! So war das nicht gedacht. War das doch hier hinten? Ach, okay. Ja, gut. Dann ist okay, die halt hier hinten drin. Wollte schon sagen, warum geht denn das nicht? So, scheiß drauf. Das zu ziehen können wir uns mal reinschmeißen. Tschüss. So. Dann nehmen wir mal den. Packen den noch mit rein. Und gehen wieder. Das war's soweit schon erstmal. Wo können wir noch hin? Tierklinik vielleicht. Andererseits, ich weiß nicht, ich bin eigentlich auf der Suche nach noch ein paar Waffen. Wo könnte man die denn herkriegen? Das ist falsch. So, hier lang. Wo könnte man noch ein paar Waffen herkriegen? Haben wir noch irgendwo Militärbereich, den ich noch nicht durchsucht habe? Ich weiß es nicht. Alter, wie der Oberkörper wegfliegt. Geh runter. Da kommt man nicht rein. Da kommt man rein. Wollte schon sagen, sonst könnte man ja nicht mit dem Auto einfach reinspringen. Das heißt, ich hätte gedacht, dass ich das einfach mal mache. Jetzt. Alter, piss dich. Hat's. So, Sache erledigt. Einmal nachladen. Area secure. No Zeds here. Last clip. Better make it count. Ja. Hey Lily, just wanted an update on stuff at home. We've run into a bit of a snag. It's good, right? I mean, it doesn't suck. Ah. Und da haben wir schon den sauberen Anzug, den wir brauchen. Okay. Warum auch nicht? Achso, können wir gar nicht einpacken, ne? Können das aber so machen. Da bin ich zwar überlastet, aber das macht eigentlich nichts. Ich habe nicht vor, auszusteigen, wenn ich ehrlich bin. Na? Die Frage ist, warum ist das nicht eingezeichnet, wenn man da rein kann? Das Gebäude ist tatsächlich... Sag mal, bin ich blind? Das Gebäude. Jetzt ist es auf einmal eingezeichnet. Das habe ich vorher nie gesehen. Blöd. Oder ich suche mal ein bisschen schneller. Er ist zwar schon der schnellste Durchsucher, aber ne. Die Flinte kann gerade mal weg, wenn ich ehrlich bin. Nix. Herzlichen Glückwunsch. Warum ist es ein Baumarkt, Mensch? Das ist ein. Wie heißen die Dinger? Ein Umspannwerk eigentlich. Aber ist auch egal. Ist mir Rille, Hauptsache wir haben noch ein bisschen was gefunden. Zum Beispiel einen sauberen Anzug. Der zufälligerweise schon in diesem... Ding drinne war. So, Vorsicht. Lieber nicht riskieren, in den Fluss reinzukommen. Wer weiß, wo man da wieder rauskommt. Wäre ich doch mal eine Idee, ne? So ein bisschen nochmal die Gegend erkunden. Vielleicht noch ein paar Ecken zu finden, die man vorher noch nicht gesehen hat. Zum Beispiel diesen sehr schönen See hier, der nicht so vergammelt aussieht wie die anderen Tümpel. Kann man einfach durchfahren? Ja, ist nicht tief, okay. Hätte ja sein können, dass da auf einmal so ein 30 Meter tiefes Loch drin ist und wir einfach absaufen. Wäre ja möglich, ne? So,
bloß nicht. Zombies! Schnauze. Zwei Kreischer bei so einer kleinen Gruppe, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Da will ich gar nicht wissen, was bei Breakdown Stufe 6 auf uns wartet. Oder höher, sofern es diese gibt. Oh, Zombie-Horde. Hi! Patz. So völlig stumpf, einmal drüber gefahren. So. So, deine ganzen Kladderadatsch. Ah. Falscher Parkplatz. Mach mir mal ein kaltes Bierchen auf, bitte. So. Found this while I was out. What you got? Oh, you know, some stuff. Ich bringe ja auch nur Stuff mit, nichts anderes. Kein Schrott oder so, es ist immer nur so, ja, so ein Zeug halt. Hallo, Ray Santos. Wir müssen noch wieder überlegen, wen wir mitnehmen, ne? Natürlich scheiße. Ja, ich glaube, das Sturmgewehr kann man eher brauchen als dieses kleine Dreckding hier. Die kann weg. Dann brauchen wir einmal Tussin. Tussin hier. Tussin. Wo ist es hin? Da. Braucht 5,56. Haben wir zufälligerweise auch welches da. Sieht's denn aus? Sieht eigentlich aus wie eine. Sieht eigentlich aus wie eine M4, ne? Und einen Schalldämpfer müssen wir noch drauf klatschen. Hier. Keine richtig professionelle Qualität, müsste aber 50 Schüsse aushalten. Ist doch gut. Weiß nicht, was die haben. Ja. Wie lange dauert es jetzt noch? 3 Minuten, okay. Klar, Krankenbereich können wir jetzt ausbauen, macht Sinn. Hier, mach das. Ja, hier kannst du mal ein paar Zombies erschießen, warum nicht? Spricht ja nichts dagegen. Festessen? Ich weiß nicht, Kaffee vielleicht mal. Die 5 Minuten haben wir jetzt auch noch. Was ist denn hier los? Ich sehe da jemanden ohne Arme. So, du hast gleich keinen Kopf mehr. Sag ich ja. Da unten ist ein. Ist das ein Fetter? Ne, ist auch ein Kreischer, ne? Das ist voll das große Gelände eigentlich. Da ist ein Aufgeblähter. Jetzt nicht mehr. Da ist ein Zombie, der sich über irgendwelche Dinge beschwert, die mich jetzt nicht interessieren. Da ist der Kreischer. Mist, man kann nicht näher ranzoomen. Ich sehe den so schlecht. Klar. Durch das Schild gehen natürlich keine Kugeln durch. Das macht Sinn. Na, wo ist er? Wo ist sein Köpfchen? Da ist es. Sieht aus wie eine M4. Mit einem Vertikalgriff vorne. Den der gute Herr nicht benutzt, wenn er zielt. Naja. Was ist denn hier für ein Rumgegrunze, Freunde? Müssen wir irgendeine Zombie-Horde abfangen vielleicht? Suchen und retten. Ja. Das können wir mal noch machen. Zack. Ich nehme mal den. I think I'll check this out next. Okay. Watch yourself out there. Ja, ja, ich passe immer auf mich auf. Zur Not ist noch Casey Winters bei mir. Kein Problem. Und da ist ein Kreischer. Stop ahead. Na, jetzt nicht mehr. Patsch. So, wir müssen hier hinter. Ich mag immer noch diese Pickups. Finde immer noch schön. Hallo, Tobi. Na, wie ist? Das werde ich befinden. Der jungen Dame. Oder was auch immer Tobi ist. Ich bin mir nicht sicher. So. Einmal Search and Rescue. Anybody home? Hier schon mal nicht. Consider this one searched. Schnauze. Geh weg. Hier drin wohl auch eher nicht.
Einfach nur der Tatsache geschuldet, dass hier schon mal ein Zombie ist. Hm, schönes Haus. Gefällt mir gut. Doch, gefällt mir. So, hier ist er auch nicht. Er oder sie, er, ne? Ich glaube er. This one's clear. Sag bloß. Jetzt geh mal weg da. Muss hier durch. Können wir gleich die Hütte hier noch durchnehmen? Hallo? Voll schön hier, hat sich jemand eingerichtet. Cool. Mal durchsuchen. Hallo? Jetzt. Mach halt. Sieht ganz nett aus hier. Land of the Free. Weiß ich nicht. Oh, die kann weg. Braucht keine Sau. Hm, Land der Freien? Weiß ich nicht. Ja, die Patronen nehme ich. Den Zweig. Was soll ich damit? So, weiter geht's. Gucken wir mal hier rein. Yeah. Hello? Ist das ein Freak? Nö. Nö, ist ein normaler Zombie. Gut. Das. Dann würde ich mal vermuten, er ist hier auch hier nicht. Blödes Vieh. Ich glaube, es hackt. Geh weg. So. Du versaust die ganze Einrichtung. Oh oh. Oh, leck mich. Komm schon. Ach, sehr gut, er ist tot. Oh Gott. This one's clear. Rucksack, da sind meistens noch ein paar Knarren drin eigentlich. Oder halt beschissene Aspirin. Naja, kann man so nicht auch benutzen. So ist es nicht. Da liegt ein Computer. Sieht schön aus. Naja. Hier geht's raus. Gut, dann gibt es ja nicht mehr so viele Möglichkeiten. Naja, leck mich doch am Arsch, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht wahr, ey. Jetzt haben wir da so einen blöden, Fettsack vor der Hütte. So, Tür bitte leise aufmachen. Hey, you in there? Ja, er muss hier sein. Casey? Geh aus der Tür raus, Casey! Was ist der denn? Thank you. Hier ist er doch. Come on, we're getting out of here. Okay. I think I'm ready to head home now. Ja, komm mit. Das war der falsche Weg. Geht aus dem Türrahmen raus. So, mitkommen. Ist genug Platz für euch. Einer muss hinten auf die Ladefläche. Tut mir sehr leid, aber geht nicht anders. So, Fettsack blockiert gerade erfolgreich die Straße. Scheiße. Muss nur vorbeikommen. Ja, komm mal vorbei. Ja, Schnauze. Alter, wie viele Zombies hier auf einmal sind. Alles voll mit irgendwelchen beschissenen Infektionsherden. Das ist nicht mehr unser Problem, wir machen uns vom Acker. Kein Problem. Und hier rum. Kann man das Taxi wegkicken? Was? Scheiß auf Taxis. Ist immer zu teuer. So, kommen Sie rein, die Herrschaften. There you go. Thanks. We've got it from here. Geh rein. Geht doch. Casey, reinkommen. Danke. So, Tür zu. Safe. Ja, hab ich. Stell dir vor. So. Hey everybody, if you're listening, we knew this day was coming. We can't stay here. Not anymore. We can fit a few people and supplies on the RV. It'll be tight. But we can manage. Everybody else, take whatever you want from our stockpiles. After what you've been through, you deserve it. Good luck out there. Yeehaw! So, ich nehme noch ein paar Dingens mit. Ciao. There's still a few things ciao, to do out there. Nö. Für mich nicht mehr. So, die ist im Wohnmobil. Er kommt ins Wohnmobil. Du kommst ins Wohnmobil.
Kelly kommt ins Wohnmobil. Kämpfen. Das klingt gut. So, jetzt müssen wir halt wieder nach den Skills gehen. That's it. We're full up. Unless someone wants to ride on the roof. Whenever you're ready, I'll pack up the radio and go. Yeah. Ciao. Herausforderungsfortschritt zurückgesetzt. Ja. Gewalt. 375 Zombies getötet, nicht überfahren. 110 Freaks, 4 Infektionshelden beseitigt, 25 Horden vernichtet. Jo, klingt doch gut. 61 Rucksäcke geliefert, 7 Gebäude gebaut, 22 Missionen abgeschlossen. 9800 Punkte. Ja. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wie gesagt, kein Plan. Na, wo landen wir jetzt? Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich, ne? Ja, leg mich doch am Arsch, ey. Hey, I just got a call from a survivor. They really sound like they know what they're doing. You want to go bring them in? We can use another good person around here. Our scout just spotted a new group of survivors. Should be on your map. Ja? Gut. Ich bräuchte jetzt mal ein Auto. Andererseits... Haben wir die Knarre noch? Ja, na, ist doch gut. Also alles in Butter. Oh, verpiss dich. Ciao. Vielleicht zwei, jetzt nicht mehr. Rebell 1 von 50? Wahrscheinlich mit den Sturmgewehren erschießen, hä? Huh? Ah, krieg ich hin, ist doch nicht schwer. Freunde, kein Problem. So, hier ist schon mal nix, da ist was. Ed durchsucht den ganzen Kladderadatsch zum Glück recht schnell. Protossin, sehr gut. Finde ich gut. Das gefällt mir. Oh, ich dachte, da ist keine Glasscheibe drin. Mein Fehler. Bitteschön. Ja, ne, ist voll geil. Oha, leck mich. Jawoll. Hat ein paar Schuss gekostet, hat aber... Alter, du sollst nachladen. Was ist denn los? Ja, ja, suche nach Ortschaften für ein gutes Zuhause. Ja, ja. Bin ja dabei. Och, Alter. Stell mir sich vor ein Fenster und der hüpft durchs andere. Was ist das denn? Oh, her damit. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Yeah. We'll see you soon. So, hier ist nix. Hier haben wir noch was. Ja. Noch mehr Molotow-Cocktails, weil wir noch nicht genug davon haben. Wir haben ja erst irgendwie 80 Stück oder so. Wie viele haben wir denn? Ach, genau 80 Stück. Tja. Junge, Junge. Na gut. So, das Benzin können wir noch wegschaffen. Okay, I'll run this home. Und ein Auto bräuchten wir. Wir haben ja Ray Santos dabei. Der kann uns ja eins besorgen. Ist ja kein Problem. Ne, Ray. There you go. Don't say I never gave you anything. Sweet. Erwischt. So, und ich schätze mal, wir haben ja mal wieder einen Helden gesichtet. Und ich schätze, ich weiß schon, wer das ist. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Heppa. Roger that. We'll be waiting. Ich schätze mal, ich weiß, wer das ist. Aber wir gucken mal. Ich glaube, das kann es sein, dass Maya verletzt ist. Krank. Leg mich doch am Arsch. Okay, wir brauchen eine Karre. Und zwar dringend. Das war falsch. Der hier war's. Hier. Geil. Gefällt mir. Finde ich gut. Da hinten ist ein Fettsack. Spring halt nicht über den Baumstamm drüber, ist gar kein Problem. Geil. Nice. Patriot. Gefällt mir. Geile Karre. So von der Lackierung her. Von der Effektivität. Von der Effektivität weiß ich nicht. Aber vom Aussehen her ist schon mal überzeugend. Ja,
Ja, fremde Schwierigkeiten ist ja gut. Tag, die Herren. Die ist so. Was haben wir da für einen Freak? Ach, ein Kreischer. Zwei Kreischer. Sehr ruhig. Schnauze halten angesagt, Kollege. Okay, rückwärts fahren ist mit dem Auto scheiß. Alter, wie viele. Alter, wie viele. Da ist gleich wieder am Arsch. Hey, toll, ein Aufgeblähter. Großartig. Sehe ich da einen Fettsack? Oh no. Gut, wir gehen woanders hin. Keine Lust, mich mit dem Fettsack anzulegen. Echt nicht. Also wirklich nicht. Lenk doch. Ja, Schnauze. Mist, die Karre macht sich mal. Da steht zum Glück eine. Die ist zwar nicht ganz so geil, aber... Yep, genau den. Walter. Hi. What do you say? Let's go. Genau der, genau der ist es. Haha, wie geil. Ja. Steig ein. Steig ein. Einsteigen, Kumpel. Ich hab die Karre nicht umsonst gerade geklaut. Sehr gut. Der Wagen gefällt mir. Macht aber einen Haufen Krach. Ist nicht ganz so geil. Aber ich meine, es gibt Schlimmeres. Alter, was ist denn da los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Scheiße, lass mich raus, ihr Fixer. So, ihr Bastard, ihr dürft alle mal gepflegt sterben. Hau ab. So. Dein, Motherfucker. Thanks. I thought I was dead. Puh, Alter. Ach, Fremde und Schwierigkeiten war das? Ach so. Klar, genau hier daneben. Hier ist doch nur unsere Überlebendengruppe, aber das interessiert die gar nicht. Wie genau macht er das? Walter Degrees, Superset. Neue Wege beim Aufbau und Konstruktion von Pistolen. Geil. Und eine Brechstange. Ja. Problemlöser. Sprengmeister. Held. Soldat. Immun gegen Gas von Aufgeblähten und Schreie von Kreischern. Nice. Niemand weiß, wie er aufs Klo geht. Ach, ich will's gar nicht wissen. Ich glaube, das ist eher das Problem. Ich habe da eine Idee. Dafür bräuchten wir aber noch ein bisschen Einfluss. Und zwar... Geh mal weg. Hier. Ja, komm, wir sterben. Phoenix, ach, das müssen wir auch... Ach, stimmt, wir müssen ja noch 100... Wir müssen auch 100 Zombies verbrennen, ne? Das könnte natürlich ein bisschen komplizierter werden. Na komm, hüpf rein. Wo haben wir denn hier was? Da zum Beispiel. Benzin. Sehr gut. Wir brauchen nämlich Einfluss. Das war dringend. Und zwar... Sit tight. I'm bringing this stuff home. So viel wie möglich. We'll be waiting. Ja, ihr wartet immer. Ich meine, was sollt ihr auch anderes machen? Ich habe da echt mal eine Idee. Wohin wir... Ich pack die Karre jetzt mal hier woanders. Wo ist denn die Eingangstür zu dem Ding? Ah, da. Gut. Also, pass auf. Einmal... Area secure. No Zeds here. Ja, sag bloß. Einmal den. Dann können wir auch hier gleich aus dem Fenster springen. Aus dem... Fenster springen. Mann. So. Den da. Klingt mit diesen Vögelgeräuschen. Entschuldigung, Vogelgeräuschen meine ich. Ein bisschen wie The Long Dark, ne?
Komm her damit. Reifenheber von mir aus auch. Kommt alles weg. Ist mir egal. Die Karre sieht irgendwie aus wie aus. Wie komplett aus Blech, ne? So komisch, wie die. Wie, weil die so komisch. Wow, schimmert. Boah, die Karre ist furchtbar. I'm almost there. Ja. Dann den noch. Ich nehme mir aber den einmal mit und einmal den. Das war ein Zombie. Das ist noch ein Zombie. Und das ist ein Zombie, der mein Auto klauen will. So. Auf die Idee komme ich wohl noch, oder was? Mir von dem Zombie mein Auto klauen zu lassen. Zack. Und zack. Found this while I was out. Und wo ist er hin? Ach da. Er liest ein Buch, natürlich. Oh, komm mal mit. Ich möchte mal den probieren. Der hat keine Aus Dings Munition dabei. Aber der sieht geil aus, ne? Hat der schon irgendwelche Fähigkeiten? Nein, 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 ich sagte Erlenmeyer-Kolben. Ah ja, okay, verstehe. Ja, die Skills sind jetzt nicht so geil tatsächlich, aber das können wir ja ändern. Na klar, der hat 6 Thermit mit. Easy, kein Problem. Krass. Kann er einen Rucksack aufsetzen? Wir haben nur kleine, ne? Wir haben nur beschissene kleine. Okay. Das Thermit können wir. Nehmen wir mal 3 mit. Davon nehmen wir mal 3 mit. Tussi nehmen wir mal 3 mit. Snacks nehmen wir 3 mit. Der hat ja gar nichts mit, ey. Und für die. Für unser Arbeitspferd haben wir nicht so viel Munition. Was natürlich nicht ganz so geil ist. Da können wir aber. Können wir nicht. Weil wir den ausgerüstet haben, aber keinen Einfluss mehr. Huch. Haben wir jetzt keinen Einfluss mehr. Ja, hätte ich vorher drüber nachdenken sollen. So, einmal Gas geben. Alter, die Karre wackelt auch überhaupt nicht, ne? Lungen. Okay, das Ding sollten wir echt bei Gelegenheit mal austauschen. Das ist ja furchtbar. Weil macht das einen extremen Krach. Unten auf der Minikarte sieht man den blauen Kreis drumherum. Falls es jemand mittlerweile, beziehungsweise immer noch nicht mitgekriegt haben sollte, das ist der Lärmradius, der Zombies aufschreckt. Der blaue Kreis auf der Minikarte, meine ich. So, warum steht hier kein Auto? Warum steht hier kein Auto am Straßenrand, Freunde? Das finde ich nicht gut. Da steht so eine kleine Dreckkarre. Meh. Ach, weißt du was? Bleibe ich doch bei der. Vielleicht steht vom Tunnel noch eine. Mal gucken. Da ist auf jeden Fall eine Zombie-Horde. Ich gehe einfach mal durchpreschen. So. Fertig. Lalalalala. Ah, hier steht eigentlich, was ich suche. Wir müssen jetzt aber eh nach da drüben. Von daher ist es scheißegal. Andererseits, ich kann mal in meinem geilen Schutzanzug darüber hechten und den gleich mal da postieren, wo ich ihn brauche. Sollten wir uns schnell vom Acker machen müssen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Och, komm halt her. Ciao. So, von da kommen wir dann ja wieder rüber. Hallo Kollege. Patz. Aufs Maul. So. Da liegt ein Auto. Wo ist denn jetzt hier nochmal dieser. Wo geht's denn hier nochmal runter? Wo ging's denn hier runter? Ach, da hinten, stimmt. Ja, doch, richtig, da hinten, ne? Hier hinten ging's runter. Gut, dann nochmal zum Auto. Aber, das machen wir erst in der nächsten Folge. Von daher, tschüss.